Du, Freunde, das hat sich leider so. Nein, Freunde, Leute, jetzt darauf wirklich. Ich kann nicht mehr hinschauen. Aber ich muss hinschauen, Freunde, ich muss hinschauen. Wie im echten Leben, Freunde, wie im echten Leben. Ja, das ist nur ein kurzer Beitrag, vielleicht meine Lachnummer. Nein. Das hat sich also ergeben, wie es. Nein. Nee. Nein, komm jetzt auf. Was soll ich machen? Ich kann nur lachen. Ich kann nur hingucken und lachen, Freunde. Er hat sich bewahrheitet. Er hat sich definitiv bewahrheitet. Hätte vielleicht früher eingreifen sollen, aber. Naja, nicht mein Thema, ne? Das ist nur unser aller Thema, aber das ist nicht mein Thema. Ja, die Manipulation ist sehr groß, Freunde. Sehr, sehr groß. Gott sei Dank bin ich nicht so drauf. Echt nicht. Ich habe euch gesagt, ich kann euch nicht beeinflussen. Geht doch gar nicht. Weil es nicht meine Absicht ist. Irgendjemand hier. Das noch nie. Deswegen folgen mir auch kaum welche. Oder entfernen sie sich von mir. Versteht ihr? Die meisten entfernen sich von mir. Dann brauche ich meistens natürlich nicht Klick. Ja, wahrscheinlich bin ich wieso, es sind nur eine Handvoll, die das hier anschauen. Die anderen glauben halt, die andere. Ja. Sagen nur Psychospielchen. Psychospielchen, aber. Ja, nein. Oh, was sagt er da? Na. Ist ja nichts so anderes zu erwarten vom Programm, Freunde. Wieso soll ich mich da irgendwie wundern oder fragen, wie kann das sein und so? Ich kann nur darüber lachen, weil das wirklich so ist, wie ich sehe. Nur sie könnten nicht die Augen haben, die ich habe. Das würde ja alles kurzsichtig sehen. Nein. Ja. Nur schon wieder ein Beitrag, ne? Aber was will denn der Joshua? Der redet sowieso immer noch schlecht über die. Nein, ich rede überhaupt nicht schlecht. Gar nicht. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann euch noch sagen. Ja, die Message. Worum geht's hier? Gaufold. Gaufold. Rennt hin. Ja. Rennt zu ihm. Rennt zu ihm. Entfernt euch von mir. Rennt zu ihm. Also zu Mr. T. Rennt zu ihm. Na halt. Rennt, rennt um euer Leben, rennt zu ihm. Ja, ich mach's wieder ein bisschen provokant, das ist ein bisschen emotional. Nein. Dann mach's ja in Kontrolle, Freunde. Nee, rennt wirklich zu ihm. Aber ich kann auch nicht sagen, ich hab euch gesagt, wie ich die Sache sehe und wie es mal anders sehen sollte, vielleicht mal so, ja. Vielleicht ist das doch. Aber wenn die, ja. Ich sag euch, man kann es euch im Silbertablett servieren, aber das müsst ihr selber erkennen. Also sage ich euch, geht dahin. Geht zum Schöpferwissen-Team. Allesamt, die diesen Kanal sehen. Rennt hin, rennt, rennt, rennt. Rennt um euer Leben, obwohl es nicht euer Leben ist, aber. Ja. Aber was ist denn jetzt mit dir schon los? Der ist ja. Wir sind doch bei ihm. Ja, klar seid ihr bei mir, aber hier nicht. Hier seid ihr mit mir, aber nicht hier. Ja? Ja, ihr wisst, wem ich vielleicht anspreche. Ich will nicht mehr da zu Kontakt machen, der ist wirklich grenzenlos, Mann. Alter. Ich denke mir wirklich, hey. Ja,
Einige haben es erkannt, was da abgeht, aber hey. Ich sage ja, ich bin grenzenlos. Go for it. Just do it. Macht's. Mach die Erfahrung. Mach die Erfahrung. Ja. Verliert euer Verstand. Macht's. Macht's einfach. Ich hatte das schon mal gehabt, ich brauch's nicht nochmal, also. Einmal reicht, wirklich einmal reicht. Aber man lernt es erst, wenn man es selber erfahren hat, hautnah, ne? Bloß die Frage ist halt, wie lange dauert es, bis man wieder aufwacht? Das ist die Frage. Aber es, ich sage euch, es spielt ja keine, die Zeit spielt in dem Sinn keine Rolle. Ja? Hey, warte mal. Ich erfasse gerade. Nee, sag ich euch nicht. Nein. Nee, nee, nee. Ja, ist wirklich. Nur offensichtlicher kann ich es euch gar nicht sagen. Ja, zeigen. Ein bisschen. Ein Stück. Naja, immer mein Leben weiter. Beobachte alles. Ich sonst über das beobachtet habe. Nee, das heißt nicht, dass ich keine Beiträge mache, sondern. Vielleicht ziehe ich mich ganz zurück. Vielleicht ist es besser. Ja. 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 Ja, vielleicht. Ja, nee, so ein. Zieh mich zurück mal. Vielleicht hilft es ja, wenn ich mich nicht mehr hier präsentiere. Vielleicht doch nicht so bald. Nein. Ist, ja, ihr seid ja eben nicht mehr so weit. Meine Fresse. Es ist doch so, so. Ja gut. Da muss ich mir echt Gedanken machen. Da muss ich mir mal Gedanken machen, Freunde. Nee. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss echt eine Entscheidung treffen. Ja, ich gebe euch die Entscheidung. Ihr sollt entscheiden. Nur einer braucht zu entscheiden. Nur einer. Und dann weiß ich's. Also im Sinne, wenn jemand sagt, ey, mach weiter so, dann mache ich weiter. Wenn einer sagt, hey, verpiss dich, dann verpiss ich mich. Entscheidet dann euch. Wo nur einer sagen, mach weiter. Für diesen einen mache ich weiter. Wenn 99% sagen, hey, verpiss dich ja schon, und einer sagt, ey, nee, mach weiter. Dann mache ich weiter. Für ihn. Nicht für die 99%, die hier Nein gesagt haben, sondern für die, die Ja gesagt haben. So schaut's aus, Freunde. Nee, die Entscheidung liegt bei euch. Schreibt mir. Ich mache halt, ja, schreibt mir einfach. Sagt, ich brauche mich ja nicht nochmal wiederholen. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, sehen wollt, wie ich es sehe, mein Entwicklungsweg, ja. Was noch in mir steckt, was ich wirklich bin, was sich immer mehr zeigt. Dann traut euch mal und sagt mal hier. Und ihr seid wirklich nur Konsumenten und ja. Ja. Ist, manchmal ist doch der Dämon besser, oder? Hast du gut. Manchmal ist der Dämon doch viel. Als der Engel, oder? Obwohl der Dämon als Engel kommt, ist mir schon klar, aber der echte Engel, wenn man als Engel bezeichnen will, der echte Engel, der ist unauffällig. Ja. Wer ist da? Wieder sieht ihn. Aber keiner hat ihn erfasst. Keiner. Ja.
Der Dämon, der als Engel vorkommt, der hat halt mehr zu bieten. Anscheinend mehr zu bieten. Ja, ich meine, sag mal, der echte Engel. Ja, es klingt so Dämon- und Engelkampf, ist es ja auch irgendwie, aber. Der echte Engel. Ist offen. Oh, was heißt offen? Ist nicht begrenzt worden. Ja, ein. Sag mal, ein echtes Wesen. Braucht keine Tricks. Ein echtes Wesen will niemanden beeinflussen. Hat er nicht nötig. Wozu denn auch? Er hat ja sich. Steht ja. Ich habe ja mich. Jetzt kann mir niemand wegnehmen. Ja. Ja, ich mache so viele Anspielungen, ich glaube, das ist ja. Der Dämon hat halt mehr Reize auf Lager, versteht ihr? Weil ein Engel ist halt schon irgendwie interessant, aber nicht so interessant wie dieser dämonische. Ich weiß auch nicht warum. Mich zieht es nicht an. Ja, okay, genug gesprochen. Entscheidet für euch selber. Und ich entscheide für mich. Weil ich kann das wirklich jederzeit ablegen. Wirklich jederzeit. Aber wenn einer das Interesse hat, dann für den mache ich das. Ja. Dann fliege ich nach China, wenn es ist. Okay, ich brauche natürlich dafür Geld, aber ja. Bildlich gesprochen. Gut, dann, ja, mit dem Leben.